Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 20. Und heute geht es gegen die Jacksonville Jaguars. Auswärts in Jacksonville. Ja, das letzte Spiel gegen die Patriots verlief gut. Gegen Ende haben wir dann das Ding doch noch klar machen können. Da haben wir dann uns den Sieg gesichert, weil Tom Brady einen massiven Fehler gemacht hat. Mal schauen, wie es heute gegen Jacksonville läuft. Ich hoffe, dass es genauso gut läuft wie gegen die New England Patriots. Aber das weiß man ja nie. Oh, Jacksonville in ihren Color Rush Farben. Und wir in Schwarz. Und wir geben den Ball ab. Los geht's. So, und jetzt sind wir dran. Da kommt Nick Foles, ihr Quarterback. 8 Touchdowns, 6 Interceptions, 1550 Yards bei 135 angebrachten Versuchen von 219. Ah, gut ist das jetzt nicht von Nick Foles, aber ja, mal schauen. Wir gehen auf die Nickel Formation und kommen mit Cover 6 und sehen, dass es ein Lauf wird. Also machen wir einen Blitz. Und das war ein Fake. Das war kein Lauf. Ich dachte es. Wegen dem Double Fullback. Also da haben sie uns gehabt, die Jacksonville Jaguars. Gehen wir Nickel. Nickel White 9. Und hoffen, dass jetzt nicht der Lauf kommt. Und jetzt kommt er natürlich. Aber gut gestoppt. Nein, der ist durch. 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 Das war Tackle gebrochen. Aber mega stark gebrochen. Und das ist der Touchdown für Jacksonville. Einmal das Tackle gebrochen und schon sind sie durch. Und der PAT geht natürlich auch rein. 0 zu 7 nach 42 Sekunden das Ding. Wir returnen right, also right return nach rechts. Muss nach links ausweichen, damit wir noch ein paar Yards machen. Und jetzt sind wir dran. 10 Touchdowns, 2 Interceptions, 846 Yards, 61 von 93 angebracht. Sam Donald. Statistiken. Und dann fangen wir mal an. Wir gehen mit einem Outside Run mit über Le'Veon Bell. Und los geht's. Und der war nicht gut. Ja, ein Yard haben wir damit gut gemacht. Versuchen wir es nochmal mit Le'Veon. Ui. Der hat gesessen. Dritter und 4. Crowder, Resco oder Anderson. Brown könnten wir auch noch nehmen. Und den hat Crowder. Den hat Crowder. Der kommt gut an. 10 Yards is the pickup, good enough for a Jet first down. Gehen wir mal auf die Shotgun. Now Charles, what's the mindset here offensively? You gave up the touchdown pretty quickly. Nehmen den Dagger. Ah, und da eine Sekunde zu lange gewartet. Jetzt müssen wir neu. Machen schnell. Jetzt verarschen wir sie. Dritter und 12 und jetzt müssen wir hoffen. Anderson oder Crowder? Still ended up with a solid game.
Und der kommt an. Auf Anderson. Da kommen wir so langsam voran. 30 Yards Reception. Und der Lauf, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist mega gut. Schöne Yards, Livian. Jetzt nochmal Jamal Williams durch die Mitte. Der ist drüber. Der ist drüber. Jamal Williams noch einmal. Und wie weit haben wir es? 3 Yards müssten sie. Ja, 3 Yards. Dann machen wir jetzt nochmal. So. Be ready to play. That's the mantra of every organization. The key is having guys on the roster who are capable of filling in and playing at a high level. That's when you know you've drafted well. Und da ist Anderson frei und das ist der Touchdown. Das ist der Touchdown. Robbie Anderson mit dem Touchdown. Und Sam Ficken mit dem Point After Touchdown. 7-7. 42 Sekunden noch im ersten Quarter. Der wird mittig weggeprügelt. Und unsere Verteidigung ist auch mittig. Und den haben wir. Den haben wir, Walker. 28 Yards per Return. Wir kommen gleich mal mit einem Blitz. Wir riskieren es gleich direkt. Und da rennt. Da renne ich mit einem, der direktes Tackle machen könnte, erstmal nach links außen. Kann man auch machen. Schön mal verkackt. Und das war gut gestoppt. Und das ist das Ende des ersten Quarters. 7-7 auf Augenhöhe. Auf jeden Fall. Das macht schon mal Spaß. Jetzt nehmen wir das Gameplan Play. Schöne Zonenverteidigung. Und der kommt. Man sieht es, ich drücke Sprinten, aber der sprintet nicht. Das finde ich jetzt gerade nicht mehr lustig. Und den haben wir. Den haben wir keinen Platz gelassen. Dann sind wir natürlich mit dem Blitz ein Risiko gegangen. Sie haben den ersten und 10, aber wenigstens kein Touchdown, weil das hätte jetzt aus diesem Screen Pass definitiv resultieren können. Und oh, das Tackle war gut. Ball weg. Tampa 2 wird nochmal ausgewählt, die Zonenverteidigung. Damit wir weniger, damit wir die Zone wenigstens decken. Und Foles unter Druck ist, aber der kommt an. Der kommt an. Corral fängt das Ding. Dann gehen wir jetzt auf den Gameplan. Noch einmal. Der war wieder gut. Wieder gut. Cover One. Obwohl, wir ändern zu einem Blitz. Wir ändern zu einem Blitz. Und das war die richtige Entscheidung. Zu einem Blitz ändern. Schön gestoppt. 3. und 4. Nee. Auf Temperatur schnell ändern.
Und da, den hätten wir stoppen können. Ändern wir nochmal. Und der kommt zum Glück nicht an. Der kommt zum Glück nicht an. Nickel Blitz 2. Und da haben wir ihn. Jetzt nehmen wir die Cover to Man. So two of two on third down conversions on this drive, and now they face a third and three here. They'll set up a throw. Und der ist drin, a touchdown. Nein, incomplete. Glück gehabt. Glück gehabt. How about the execution of that defense right there? The zone was absolutely locked up tight. He was trying to force it in there on third down. Und der das Field Goal ist drin. 17, 2 Minuten 3 haben wir noch. Im zweiten Quarter, Return Left, versuchen wir jetzt mal. Gucken, wie das klappt. Das war gar nicht gut. Gar nicht gut. Two-Minute Warning haben wir jetzt. Auf jeden Fall läuft die Zeit für uns. Crowder nehmen wir hier. Weil die ganze rechte Seite ist frei, die ist frei. Und da haben wir mit Crowder schön. No Huddle. Und da haben wir Robbie Anderson. Schön. Und jetzt nehmen wir das erste Timeout. Crowder, Anderson. Und schön, da sind wir rüber. Nochmal schnell, schnell, schnell. So. Und nein, der hätte auch gehen können. Anderson ist eigentlich nicht richtig fit, aber wir versuchen es. Schön, 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 schön. Nehmen wir noch mal das Timeout. Und Tight End Attack und wir versuchen auf Crowder. Wir versuchen es auf Crowder. Und den hat er! Den hat er! Das ist der Touchdown! Crowder mit dem Touchdown! Und Boost Review! Nein! Und Booth Review und ist der Kamera 1 2, das ist er. Das ist der Touchdown, das muss der Touchdown sein für uns. Und die Entscheidung kommt. Er bleibt bestehen. Er bleibt bestehen, der Touchdown bleibt bestehen. Und der Point after Touchdown ist gut. 14 zu 10. 44 Sekunden noch. Also das Spiel hat sich gedreht für uns. Und den können wir stoppen. Walker, jetzt müssen wir gucken. Was machen sie? Wir gehen auf die Coach-Vorsagen und nehmen die Man-to-Man-Coverage. Die Man-to-Man-Coverage.
Oh, das hätte eine Interception werden können. Aber wir bleiben bei der Man-to-Man. Wir bleiben Man-to-Man. Den haben wir. Da bleibt denen nicht viel übrig, Jacksonville. Das ist eine Zonenverteidigung. Weil Man-to-Man wäre sonst irgendwann wieder durchschaulich. Also gehen wir jetzt auf eine Zonenverteidigung von dem, was wir vorgeschlagen bekommen haben. Aber der ist nicht intercepted. Ah, schade. Ich gehe auf Tampa 2. Nochmal den Gameplan mit. Ein Timeout haben sie nämlich noch. Und da kommt noch mal einer hinterher gesprungen. Zwei Leute. So, wir gehen jetzt auf Mann-zu-Mann-Verteidigung. Und den... Das war's. Zweite Quarter ist vorbei. Und damit haben wir die Halbzeit. Und jetzt geht's los. Drittes Quarter. Und wir können jetzt unsere Führung ausbauen. Das ist wenigstens mal ein halbwegs guter Return. Da kommen Donald und Anderson. Dieses Quarter, das erste Viertel war wirklich deren beiden Viertels. Ganz klar. Und jetzt müssen wir mal wieder unsere Powermaschine Livian Bell ein bisschen präsentieren. Den haben wir hier hinten ja auch noch. Und der kommt dann gleich mal mit so einem Run für 10 Yards. Schön, 4 Rushes, 25 Yards. Und jetzt kommt dann nochmal die Powermaschine Livian. Und da hat er nochmal mit dem Cut einen guten paar Yards gemacht. Da sind wir jetzt beim 2. und 6. Einmal noch Livian laufen lassen und dann kommt der Pass. Und den macht Bell super. Das sind wieder gut Yards. 1. und 10. 6 Läufe, 39 Yards und jetzt hoffen wir, dass wir sie gut verarscht haben. Täuschen eine Ballübergabe an auf Williams. Und da ist Anderson. Das war knapp. Das hätte auch ins Auge gehen können. Definitiv. Und zack. Crowder, das ist fast das First Down. Ja, 3. und 1. Dann gehen wir jetzt auf den Tight End Attack zu Brown. Obwohl, da ist Resco so frei. Da mussten wir zu Resco werfen. Jetzt gehen wir auf den Tight End Attack und oh, wir sehen Anderson hier 1:1. Das, aber Crowder könnte man auch machen. Und den hat Robbie Anderson. Woo! Zweiter Receiving Touchdown. 20:10. Durch Robbie Anderson. Robbie Anderson 1 gegen 1 ist fast nicht stoppbar. Das ist Fakt. Das hat man jetzt öfters schon in dieser Season gesehen. Und auch wieder hier Robbie Anderson. Top. Das Ding wird jetzt wieder in die Mitte returned. Ja, besser gesagt gepuntet. Und zack.
Da knien sie ab. Here comes the Jags offense now. Time for their first possession of half number two. And their halftime hole now even deeper. And they need a big drive here just to answer the first touchdown. So, und jetzt ist Jacksonville wieder auf dem Feld. Und wir kommen gleich mal mit einem Zero Blitz. But no time for discouragement. Just got to get back to it, right? Put your shoulder against the boulder and start pushing. And try and get back to where you were to start the half. Und da ist Jamal Adams. Defensive back Jamal Adams hit on the stop. Second and six, just inside. Jetzt die Mann-zu-Mann Verteidigung. Und der war nein. Ah. 71 Yards Touchdown. Nicht gut, und jetzt gehen sie auf 2. Und der geht auch noch. Der geht auch noch. Damit 21 zu 18. Sometimes you just throw out time of game. You don't worry about that. There's just a feel sometimes in making that call. And he felt good. Das ist gar nicht gut. And now they're only down three and feeling great about themselves. Fielded about a yard deep. Und dann müssen wir return. And all that work, but he stopped where he ultimately would have been, and he simply taken a knee. Weil er das Abknien nicht angenommen hat. Robbie Anderson making his way back onto the field. And I know that jetzt sind wir dran, Livian. Yeah. He's up over 100 yards. We'll see how they adjust. And when they do that, they weaken their defense in other places as well. Der schnell gestoppt. Aber wir lassen Livian weiterlaufen. Schön. Good work to pick up 7 yards there. That gets him into a 3rd and 1 situation. Dritter und 1. Wir täuschen ihn kurz an. Noch einmal. Und da zuckt unserer. Da zuckt unserer. Die 78 müsste es gewesen. 71. Was? Damit haben wir 3rd und 6. Und damit haben wir uns selbst jetzt in eine brenzliche Situation gebracht. Und sie werden, glaube ich, mit dem Blitz kommen. Und der ist nicht an. Die haben uns gestoppt, das gibt's ja nicht. Durch einen eigenen Fehler. Der erste geht vorbei und jetzt sind sie dran. Jetzt kommt Jacksonville und jetzt kann das Spiel eine andere Wendung nehmen. Jetzt können wir das Spiel wieder außer Hand geben. Ich sehe gerade, ich bin noch bei den Coach Adjustments. Da muss ich gleich mal wieder raus, was bei den Coach Vorschlägen. Und da wird da erst beim zweiten Tackle gestoppt. Beim zweiten erst. Nehmen nochmal Temperatur und ich bin wieder nicht rausgegangen. Gut. Ich sage, ich möchte hier rausgehen, aber nehmen gleich erstmal das nächste Play, was vorgeschlagen wird. Und jetzt kommt wieder das Run-Spiel, was wir heute irgendwie nicht gestoppt kriegen. Von Jacksonville. Gehen raus, gehen auf Dritt und nehmen eine Cover 3. Das wird ein Pass. Nein, und da verpassen wir den Sack. Aber. Wir verpassen ihn und der Ball kommt auch noch an. Der Ball kommt noch an. Das war jetzt eine Sekunde zu früh. Das Tackle für den Sack gesetzt. Das ist bitter.
Ah, das ärgert mich jetzt gerade. Das ärgert mich richtig. Und das ist das Ende des dritten Quarters. Wir sind jetzt im letzten Quarter. Geben wir hier jetzt wirklich noch das Spiel außer Hand? Das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten eigentlich Nick Foles bei dem Ball eben gerade schon. Und da ist Westbrook und der ist zweiter und Inches. Da kommen wir mit einem Blitz. Und hoffen, dass sie einen Lauf machen beim zweiten und Inches. Ja, und auch der wird nicht gestoppt und gerade noch so die 52 dran. Wäre die jetzt daneben gegangen, dann hätten wir richtig Probleme gehabt. Wir machen eine Cover 2. Die Cover hart. Zweiter, erster und 10 haben sie jetzt. Und da ist Jamal Adams, aber das ist ein Touchdown. Der Ball war über die Linie. Ah, das gibt es nicht. Das Tackle kam zu spät. Und der Ball ist drüber, da braucht man... Ja, er ist drüber, sogar ganz klar drüber. Er hat die Linie berührt und das ist der Touchdown. Und damit steht es 21 zu 24. Und der Point after Touchdown ist auch noch drin, damit 21 zu 25. 4 Minuten 53 haben wir jetzt noch auf der Uhr. Da geben wir das Spiel außer Hand und das darf nicht wahr sein. Da können wir einen aussteigen lassen, ein paar Yards machen an die 25-Yard-Linie. 24 Yards per Return hat er gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass wir das Spiel hier noch irgendwie für uns mal beanspruchen können nochmal. Und der erste Run bringt gar nichts. Das war sogar noch ein Yard Verlust. Drittes Tackle heute schon von ihm. Und versuchen wir es durch die Mitte. Mit Livian. Und auch das ist ein Stopp. Dritter und 13. Und jetzt sind wir gezwungen, das Ding lang zu werfen, um überhaupt noch hier irgendwie drinnen zu bleiben im Game. Jetzt müssen wir hoffen, dass Anderson das Ding fängt. Und der geht daneben. Der geht daneben. Gehen wir das Risiko ein oder nicht? Nein, wir gehen das Risiko nicht ein. Wir gehen das Risiko nicht ein. Wir hoffen jetzt, dass wir es schaffen können, mit unserer Defense Jacksonville zu stoppen. Und zwei Tackles verpasst beim Punt. Das gibt es doch nicht. 6 Yards hat Westbrook mit dem Return gemacht. Und jetzt müssen wir handeln. Wir gehen auf Cover 6. Machen eine breite Angriffsformation. Wenn jetzt natürlich der Lauf kommt, haben wir natürlich im ersten Moment nicht so das Glück. Nick Foles und der kommt an. Der kommt an. O'Leary fängt das Ding. Dann versuchen sie nach rechts zu drücken. Ich glaube, das wird aber ein Lauf, ja. Ja, das ist ein Lauf. Das könnte vielleicht hier jetzt, wenn es ganz schwer läuft, die erste Niederlage werden im heutigen Spiel mit diesem, oder besser gesagt die zweite Niederlage. Gegen die Eagles haben wir ja auch schon einmal verloren und auch das hier könnte jetzt ganz, ganz böse enden. 2-Minute-Warning. Jetzt müssen wir drauf achten. Wir schauen. Das wird ein Lauf. Das wird ein Lauf. Da muss der Blitz her. Und? Nein, er ist drüber. Er ist drüber. Das gibt es doch nicht. Und da ist er drüber. Und das ist schon fast die Niederlage. Wir nehmen jetzt das Timeout. Gehen auf Cover 2. Nehmen die Hard Flat. Cover 2. Und sie werden wahrscheinlich das Ding wieder laufen.
Was hier auch nur Sinn macht. Ja. Und da kommt Jamal Adams mit dem Tackle, aber es ist nicht genug. Der Ball muss raus. Der Ball muss da raus. Und sie machen das einzige Richtige, das Ding am Laufen halten. Ein Timeout haben wir jetzt noch. Eine Möglichkeit, dass der Ball rausfällt. Eine einzige Möglichkeit. Wir behalten uns das Timeout erstmal offen. Falls wir sie jetzt stoppen, der Ball rausfällt, dann haben wir noch ein paar Sekunden wenigstens. Los geht's. Und der Ball fällt nicht raus. Und jetzt haben wir eigentlich schon so gut wie verloren. Das Timeout. Ja, und sie werden abknien. Das ist die Niederlage für uns. Ah, das ist ärgerlich. Gegen Jacksonville. Das Spiel doch noch aus der Hand gegeben. Und das Ding ist drinne. Das Ding ist drinne. 13 Sekunden haben wir jetzt noch. Kein Timeout, nix. Das ist gar nicht gut. Oh, 9 Sekunden haben wir jetzt noch. 9 Sekunden. Wir gehen auf die 4 Verticals. Ja, und das war's. Das war's. Ende 21 zu 28 verloren am Ende. Weil wir es am Ende außer Hand gegeben haben, leider. Ärgerlich. Ärgerlich. Das Ding hätte man gewinnen können. Aber gut. Niederlagen gehören dazu. Und das, was uns heute natürlich gekillt hat, war das Rushing, die Rushing Yards. 215 haben wir hier von Jacksonville kassiert. So viele haben wir in dem ganzen Jahr noch nicht kassiert. Sam Donald war ein gutes Spiel von ihm, 3 Touchdowns geworfen, aber das reicht am Ende nicht. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber naja. Upgraden wir nochmal unseren Coach. Wir gehen erstmal auf die Free Agent Liste für die O-Line. Und ich würde sogar noch sagen für die D-Line. Na, können wir gar nicht. 850 haben wir noch. Können wir hier noch irgendwas ausgeben? Schauen wir nach. Nee. Nee. Also nur für die O-Line. Aber wenigstens können wir Williamson, unseren Midline-Backer, der 25 Wochen ausfällt, verbessern. Macht Sinn. Spiel. Ja, Robbie Anderson können wir auch nochmal verbessern für die Deep Routes. Dann McLennan. Kriegt auch nochmal ein Update. Stevie McLennan. McLendon, Entschuldigung. Und Austin, der Centerback, kriegt auch nochmal ein Upgrade. Ärgerlich. Naja, nächste Woche geht's dann. Breakout Player. Er ist jetzt Superstar. Pole ist Superstar. Und unser Breakout-Player, Jenkins. Nee. Ja, nächste Woche dann gegen die Miami Dolphins. Wir schauen jetzt mal kurz in unsere Division rein, wie es da jetzt steht. Nach dieser vermeintlichen Niederlage 5-2 sind wir immer noch Erster vor den New England Patriots, die 3-5 stehen. Dann die Dolphins 2-5 und die Bills 2-5. Also dieses Division Game kann uns jetzt
ja, hoffentlich noch mal ein paar Schritte nach vorne bringen. Also die Dolphins sollten kein schwerer Gegner sein. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Gegen die Miami Dolphins, ganz klar. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf den nächsten Part gegen die Miami Dolphins. Im Division Duel. Malik Collins bekommt hier jetzt auch nochmal ein Update. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung unseren Partner abchecken. Und dann würden wir uns über ein Abo und ein Like freuen. Und dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.